So, willkommen zu einer neuen Folge 7 Tage, 7 Pogestops. Und ich habe noch 3 Pogestop-Einreichungen übrig. Ich habe nämlich letztens in Hessberg noch eine Folge gedreht, wo wir versucht haben, gezielt eine Arena entstehen zu lassen. Dann habe ich es ein bisschen übertrieben, das wollte ich mit einem einzigen Pogestop eigentlich erreichen. Im Endeffekt habe ich dann 4 Stück eingereicht dort. 4 minus 7 sind minus 3. Das Minus denken wir uns weg. 3 habe ich also noch übrig und jetzt bin ich wieder mal in Hildburghausen. Hier habe ich nämlich damals was probiert. Diese Bank, diese Parkbank habe ich damals eingereicht und die wurde abgelehnt. Kann man ablehnen, okay. Aber ich weiß ja, dass so oft ich Vorschläge habe, beziehungsweise vorangestellte Wastebots sind, wo einfach solche Bänke in Stadtparks oder sonst wo sind mit einem angehefteten Schild, mit Gravuren drin, mit Namen drauf, mit Daten drauf. Und jedes Mal gehen solche Sachen durch, jedes Mal werden die angenommen. Ihr seht das auch hier, ne? Das ist ja nicht einfach eine Parkbank. Da steckt ja was dahinter. Hildrud und Horst Walter, das sind bedeutsame Personen für den Ort Hildburghausen. Was genau das ist, weiß ich jetzt nicht. Damals habe ich noch gegoogelt. Jetzt ist es mir egal. Jetzt geht es mir darauf, das nochmal zu versuchen. Ich habe hier wieder mal meine Zellen geöffnet und habe mal geschaut. Die Arena, die hier angegeben ist, ist in derselben blauen Zelle wie auch der Brunnen, wie auch die Bank. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich die Bank jetzt einreiche, schiebe ich sie ein Stück hier rüber. Und wo der Weg dann wieder nach unten geht, kurz vorm Ende der, der gelben Zelle, werde ich den Standort hinsetzen, werde das nochmal probieren. Hab das jetzt hier nochmal eingereicht. Nein, jetzt startet die App wieder neu. Ich hasse das, ich hasse es. Ich habe doch alles vorbereitet. Gut, wir melden uns gleich zurück. Ich muss einfach nochmal alles machen. So, jetzt habe ich es nochmal eingegeben. Ihr seht das hier. Diesmal habe ich es einfach statt historische Bank. Einfach Gedenkbank. Gedenkbank Hildrud und Horst Walder. Die sind zwar nicht tot, die leben ja, glaube ich, noch, aber es ist ja im Prinzip ein Denkmal an die Leute. Das soll ja an die erinnern. Egal, ob die jetzt noch leben oder nicht, ist auf jeden Fall was. Und Beschreibung einfach, falls du auf den 9.12.209, 2009 natürlich. Das nehmen wir jetzt mal, können wir ja nochmal dazu schreiben, wegen dem Umgebungsfoto, dass das alles hier natürlich im Stadtpark ist, sichere Lage, frei zugänglich, alles ganz chillig. Das reichen wir jetzt ein, ziehen weiter, haben noch ein Insektenhotel gefunden und dann natürlich noch was anderes, wo ich gucken muss, wie ich da hinkomme, an der Hausfassade, ein dickes, fettes Wappen, was ich jetzt durch die Zelle natürlich in eine freie Zelle setzen muss, da dort alles sehr besiedelt ist, aber in der einen noch was frei sein dürfte. Wir gucken mal, ob das diesmal durchgeht, ob wir diesmal mehr Glück haben bei den Bewertungen. So, wir wollen noch ganz fix machen. Boah, wie gesagt, wir haben auch nicht so viel Zeit. Hier sehen wir noch ein weiteres Insektenhotel bei der Marienstraße, gerade gefunden. Davor habe ich einen kleinen Brunnen gesehen, der da im Graben rumhängt. Der wurde auf jeden Fall auch schon eingereicht, den hatte ich schon mal zur Bewertung da. Ist auch ein paar blaue Zellen entfernt von dem. Das wollen wir jetzt hier einreichen. Achso, jetzt habe ich das Foto noch gar nicht gemacht, egal. Ihr seht auf jeden Fall hier blaue Zelle, kurz vom Rand der gelben Zelle. Das werden wir jetzt noch schnell durchdrücken, da ist egal, da ist nichts weiter daneben, da ist genügend Platz vorhanden. Wir gehen also ins Spiel, Einstellungen, gehen hier auf Pokestop, neuer Pokestop. Zwei Einreichungen haben wir ja noch frei. Den basteln wir schnell zusammen und gucken daran später mal in derselben Folge, ob der durchgegangen ist, ob der angenommen wurde, was mit der Parkbank ist und suchen uns jetzt noch den dritten. Das war wieder Vorbereitung. Vielleicht, ich blende es einfach hier nachträglich ein, wie das aussah. Gut, bis gleich. So, wir sind angekommen beim letzten Stop, bei der letzten Einreichung. Das ist ein bisschen tricky. Ich will euch das erstmal zeigen. Ja, ich muss das mal einstecken. Ich hoffe, das bleibt so, nicht, dass es weggeht. Ich stehe nämlich hier vor der Sparkasse. Sparkasse Hildburghausen in der Nähe unten vom Bahnhof. Und hinter mir ist ein riesengroßes Gebäude. Guckt euch das mal an. Und das alleine sieht schon richtig genial aus. Das ist bestimmt historisch, alt, sonst was. Wir haben aber hier oben an der Mauer eine Skulptur, ein Gesicht, was hervorragt. Wir zeigen euch das mal. Hier seht ihr die Sparkasse. Und da oben seht ihr ein Gesicht. Ich traue mich gar nicht ran zu zoomen, weil ich dann meinen Zoom verstelle. Guckt euch das mal an. Und das habt ihr nicht nur hier auf der Seite, das habt ihr vorne
an der Ecke auch noch. Das ist im Prinzip an jeder Ecke da. Jetzt muss ich das Fischei wieder einstellen. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Davon wollte ich ein Foto machen, das wollte ich einreichen. Dazu habe ich mal wieder in die App geschaut. Und ihr seht, das Gebäude, was da drauf ist, ist das Sparkassengebäude. Oben, links und unten ist jeweils noch eine blaue Zelle frei. Links und rechts daneben ist ein Stop. Also können wir hier eigentlich den Stop hinsetzen. Und er müsste sowieso durchgehen. Spieletrend wieder mit seinen Clickbait-Titeln. Bitte nicht zur Minute 3:30 vorspulen. Wir haben das jetzt eingereicht. Das steht noch hier. Also wir haben es noch nicht eingereicht, wir haben es aber schon mal angefertigt. Wandskulptur habe ich das Ganze genannt. Prachtvoll ragt an jeder Ecke des Gebäudes ein Gesicht hervor. Ist doch eine schöne Beschreibung, oder? Jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen, was das für einen Wert hat, warum man das jetzt einreichen muss. Hab extra rangezoomt, hab das da oben genommen. Ich finde, das sieht genial aus. Das kann man mal mitnehmen. Jetzt will die auch noch hier raus. Wir laufen ein Stück hier rüber. Das reiche ich noch ein. Jetzt sind alle weg. 4 Stück, wie gesagt, in Hessberg draufgegangen. 3 Stück jetzt nochmal in Hildburghausen. Das versuche ich aber alles jetzt in dieser Folge, die 3 von Hildburghausen, hier noch reinzupacken. Und Hessberg, die kommen ja eh extra. Also, eigentlich, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Aber wir sehen uns ja eh gleich wieder. So, da sind wir auch schon zurück. Ihr seht, anderer Pullover, das heißt andere Zeit. Jetzt sind ungefähr vielleicht 2 Wochen vergangen, könnte man sagen. Manches ging schon eher durch, manches wurde schon eher abgelehnt, bei manchen musste man noch warten. Jetzt sind alle Stops aus Hessberg und aus Dings bewertet worden. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal nach. Wir haben als erstes ja hier die Gedenkbank, die ich eingereicht habe. Schon zum zweiten Mal Gedenkbank vom Horst Walter und Hiltrud Walder. Haben wir hier das abgescreent und ihr seht natürlich, Gedenkbank Hiltrud und Horst Walder nicht akzeptiert. Schon das zweite Mal wurde abgelehnt, weiß ich nicht. Ich meine, meiner Meinung nach hat das trotzdem irgendwo einen kulturellen oder historischen Hintergrund. Man errichtet ja nicht einfach so eine Bank zu Ehren von bestimmten Personen, hängt dann ein Schild dran mit Datum, wo man, wenn ihr googelt nach den Leuten direkt über die Stadt Hildburghausen, was findet, nachlesen können, wie bedeutsam die sind, was sie geleistet haben und so weiter. Ist auf jeden Fall wieder mal nicht durchgegangen. Foto habe ich halt nah gemacht an das Schild, an das Umgebungsbild noch dazu. Geschichtlicher Hintergrund zweier bedeutsamer Personen für die Stadt Hildburghausen. Frei zugänglich und ruhige Lage im Stadtpark. Wird aber nicht akzeptiert, ist egal. Die Leute wollen einfach nur Insektenhotels, 200 Stück, immer das gleiche fotografieren und einfach überall verteilen. Das ist okay. Aber so eine Bank wird nicht akzeptiert. Obwohl die ja woanders auch vorhanden sind. Und das hat auch nichts mit den Zellen zu tun. Das ist eine freie Zelle gewesen, alles war super. Aber die Leute, die gönnen einfach nicht. Das seht ihr auch im Spiel, hier hat sich also nichts getan. Hier, ne? Hier hinten seht ihr die blöde Brücke, der haut ab, der hat auch keinen Bock mehr. Einfach nichts, gar nichts. Den Brunnen hinter mir dort, den habe ich auch mal eingereicht. Der ging auch, nee, der ging nicht durch, der wurde als Duplikat erkannt. Obwohl der natürlich hier nicht im Spiel ist, denn das, was ihr hier seht, ist auch wieder ein anderes Denkmal, Kriegerdenkmal, was ich noch nie gesehen habe. Meiner Meinung nach gibt es das gar nicht hier. Der Brunnen wurde aber als Duplikat abgelehnt, weil der, glaube ich, in Ingris vorhanden ist und hier eben nicht. Also, egal, müssen wir nichts weiter dazu sagen. Wir ziehen jetzt weiter. 2 Stück sind noch offen. Das regt mich jetzt auf. Ne, eigentlich konnte ich es mir schon denken. Aber wir gucken mal, wir haben ja noch 2 offen. Das Insektenhotel und diese Skulptur an der Hauswand. Vielleicht hatten wir da ja mehr Glück. So, auf dem Weg zum Insektenhotel habe ich hier noch was entdeckt. Davon habe ich ja geredet. Habe ich aber nicht gezeigt. Könnt ihr euch jetzt mal angucken. Hier ist nämlich noch so eine Art Brunnen. Da seht ihr ein Gesicht, da tropft auch was raus. Den habe ich schon mal gesehen beim Pokestops bewerten. Den hat also schon jemand eingereicht, ist aber noch nicht erschienen. Entweder fehlen da noch Bewertungen oder das ist wieder mal nur bei Ingris erschienen. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen kalt. Ich kann meinen Atem sehen. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Aber wir melden uns gleich vom Insektenhotel zurück.
So, da sind wir angekommen am Insektenhotel. Das seht ihr hier, ist natürlich wieder ein anderes. Das steht hier wirklich in der Marienstraße irgendwo oder so sind wir hier angekommen. Und wir gucken mal kurz ins Wayfarer-Programm. Hier seht ihr das dann, Insektenhotel Hildburghausen akzeptiert. Da habe ich jetzt unten kein Umgebungsfoto gefunden, warum auch immer. Ich habe auf jeden Fall eins gemacht, es wird aber keins mehr angezeigt. Und ich habe mich immer gewundert, wieso bei manchen Einreichungen, wenn ihr da bewertet, keins dabei ist. Entweder braucht es das nicht oder es hat es nicht übernommen, hat es einfach so eingereicht, ohne was. Das auf jeden Fall akzeptiert, das ein Pokestop. Und wir gucken mal in Pokémon Go. Da seht ihr mich, da seht ihr das Hotel, da seht ihr der Spack wiederum. Insektenhotel, Lions International, We Deserve. Ist also akzeptiert, ist durchgegangen, ist im Spiel. Nicht so wie, was hat man gerade? Ich hab's schon wieder vergessen. Egal, wir gehen weiter zur Wandskulptur. Die ist nämlich noch da. Genau, die Gedenkbank war doch eben. Ramses, jetzt tu doch mal deine Gedanken zusammennehmen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe gecheatet. Also das Männchen steht hier hinter mir auf der Hauptstraße, also ganz da hinten, wo die Gebäude sind. Und ich bin ja hier auf diesem Weg, den ihr seht. Und der Weg ist das wirklich, wo das Insektenhotel ist. Aber irgendwie spinnt das schon wieder alles rum. Also immer den richtigen Standort angeben, außer vielleicht 100.000 Meter verschieben, damit es auch in die Zelle reinpasst. Wir sehen uns aber auch beim Wanddenkmal, bei der Wandskulptur nochmal, denn das ist das letzte für diese Folge, ob die durchging, ob das angenommen wurde und ja. So, wir sind jetzt bei der Sparkasse angekommen. Hier oben seht ihr nochmal die Wandskulptur. Wenn ihr das seht, seht ihr das? Nein, doch. Vielleicht kriegen wir sie noch mit drauf. Auf jeden Fall ist hier vorne eine am Gebäude. Da drüben ist auch eine am Gebäude. Habe ich also schön reingeschrieben. Wir gucken mal ins Wayfarer-Programm. Wandskulptur, Hildburghausen, akzeptiert. Das ist sehr schön. Da haben wir jetzt auch ein Bild von der Umgebung. Sehr prachtvolles altes Gebäude mit verzierter Fassade, an denen mehrere Gesichter zu erblicken sind. Auf jeden Fall ein Hingucker wert. Das wollen wir uns jetzt auch in der App nochmal angucken. Da gehen wir nämlich hier rein. Hier seht ihr schon den Kringel, Wandskulptur, prachtvoll ragt an jeder Ecke des Gebäudes ein Gesicht hervor. Hat also geklappt. Zwei Stück durchgegangen, Wandskulptur und Insektenhotel, die Gedenkbank leider nicht. Soll ich es aufgeben? Soll ich es noch ein drittes Mal einreichen? In der Hoffnung, es geht irgendwann, dann mache ich nur eine Spezialfolge. Ich reiche nur die Bank ein und wenn sie durchgeht, zeige ich dann, wie sie dasteht. Das wäre richtig genial. Einfach Spezial-Gedenkbank-Folge. Wir sind jetzt hier fertig. Jetzt muss ich trotzdem nach Hessberg, muss das noch abfilmen. Das seht ihr dann aber, bevor das hier kommt, glaube ich, weil das kam ja eigentlich zuerst. So, ich werde es auch jetzt nicht drehen, weil man weiß ja nie bei Niantic, für was das noch gut ist. Vielleicht braucht man die ja irgendwann nochmal, wenn wieder irgendwas Besonderes ist. Deswegen lassen wir das einfach mal hier so stehen. Das sehe ich wenigstens, was ich gebastelt habe und was nicht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, ob ich die Gedenkbank nochmal einreichen soll oder ob ich es einfach aufgeben soll, weil das eh nichts wird. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.